So, jetzt wird's sportlich. Jetzt wird's sportlich in München. Großes Showdown der NFL und des Superstars Tom Brady. An diesem Sonntag, da war die NFL nämlich in Deutschland zu Gast, Tom Brady und seine Buccaneers. Die gewinnen das letzte Spiel zumindest der amerikanischen Football-Liga auf deutschem Boden gegen die Seattle Seahawks. Ja, und Party bei den Fans, die gab es tatsächlich auch schon vorher. Und das ist Manuel Neuer in seinem Zuhause in der Allianz Arena, wo Superstar Tom Brady ja zu Gast war. Und der hat gleich mal eine Ansage an den NFL-Superstar geschickt. Und zwar mit diesen Würfen. Also da kann er sich als Quarterback gleich mal bewerben. Das ist meine Ansage auf jeden Fall. Ja, in der Tat. So, und jetzt schauen wir mal, also du bist ja selber Fußballerin, NFL, riesen Ding in Amerika natürlich, hier bei uns in Deutschland, immer populärer auch, allerdings auch nicht so groß. So, dass also so ein Tom Brady, der ein absoluter Superstar ist, kann man vergleichen mit Fußballer, weiß ich nicht, Ronaldo oder sowas. Cristiano Ronaldo, also wirklich die Top-Kategorie, genau. Die absolute Elite, die absolute Spitze. Und dass die nun hier waren und hier gespielt haben, das hat natürlich für wahnsinnig Furore gesorgt. Schauen wir mal rein, schon vor dem Spiel. Touchdown in München. Die NFL ist in Deutschland mit einem Feuerwerk angekommen. Und das auch dank ihm hier, Tom Brady. Immer wenn der 45-Jährige das Feld betritt, flippen die Football-Fans aus. Das erste amerikanische Ligaspiel in Deutschland, ein absolutes Fanfest. Ich hätte nicht die Stimmung auch so erwartet, wie sie war. Also war schon gut. Egal. Und man hat vor allem gesehen, es war ja jeder mit einem anderen Trikot da. Ja. Und dafür war echt gute Stimmung auf jeden Fall. Unfassbar. Es war super. Wir haben echt ganz viel Spaß gehabt, oder, Arvid? Ja. Es war auf jeden Fall sehr laut und es wurde auch viel gesungen, aber es war sehr cool. Es war sehr schön, weil das war das erste Footballspiel und ich war halt dabei. Und es war Tampa Bay Buccaneers und ich bin der große Fan. Mega. Darf ich nicht vergessen. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Das ist wirklich der schönste Tag in meinem Leben, egal was passiert. Ja. Mega cool. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan. Ich wurde mitgeschleift von diesem jungen Herrn. Und cool. Echt geil. Das Footballfest von München ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Promi-Schaulaufen. Mittendrin die Bayern-Stars Thomas Müller, Serge Gnabry, Ex-Bayern-Star David Alaba, Musiala, Davis und, besonders stylisch unterwegs, Eric Maxim Choupo-Moting. Schon Stunden vor dem Spiel beginnt die Party an der Allianz Arena. Mitmachstationen essen, trinken, sich auf das Megaspektakel einstimmen. Egal ob Seahawks oder Buccaneers oder ein ganz anderer Fan, egal ob Ticket für das Spiel oder nicht, alle feiern zusammen. Freue ich mich so dermaßen aufs Spiel. Ich bin ein richtiger Tom Brady Fan. Geil einfach. Tampa Bay! Tampa Bay! Tampa Bay! Tampa Bay! Yeah! Gino! 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 Geiles Gefühl. So die Atmosphäre, alles und so weiter, das ist super. Was in der Stadt abgeht, das ist Wahnsinn. Wenn man hier dann die Masse sieht und wie er sagt, so international, geil, freuen uns auf jeden Fall. Punkt 15.30 Uhr, Kickoff in der Allianz Arena. Und in nahezu jeder Kneipe in der Münchner Innenstadt. Natürlich ganz amerikanisch. Statt Schweinebraten und Weißwurst gibt's Hotdogs und Burger. Das Bier, das fließt in Strömen. Nach knapp 3 Stunden und einer eher durchwachsenen Leistung von Superstar Tom Brady gewinnen die Bucks aus Tampa Bay mit 21-16, machen aber Riesenwerbung und Lust auf mehr NFL-Spiele in Deutschland. Nach Bildinfos sind im nächsten Jahr 2 Spiele in Deutschland geplant. Eins in Frankfurt, das andere in München oder Düsseldorf. Auf den Geschmack sind in München auf jeden Fall mehr als die 67.000 im Stadion gekommen. Tom Brady und seine Buccaneers gewinnen das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden. Das Ergebnis ist aber am Ende des Abends völlig zweitrangig, denn es war ein Fanfest der ganz besonderen Art. Am Ende war es auch völlig egal, für welche der beiden Mannschaften das Fanherz schlägt. Caroline, oh, 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 good times never seem so good, so good, so good.